Ne, überrascht war ich vielleicht nicht, aber es war auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben zwei sehr schwere Spiele gehabt in der Beine. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass wir nicht genug Kraft zum Schluss hätten. Ja, es war die Frage, ob man diese ersten 15 Minuten oder 20 überlebt und dann einigermaßen in die Halbzeit kommt. Und dann haben wir genug Selbstvertrauen jetzt momentan, um gegen Dänemark auch zu kämpfen. Und das hätte natürlich in beide Richtungen kippen können, aber wir hätten das auch gewinnen können. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Man kann da ruhig abwarten und ich glaube, wir haben uns Respekt gearbeitet erstmal. Aber wie Olli gesagt hat, wir haben noch nichts gewonnen. Ja, es sind haben gezeigt über ein paar Jahre, dass die sehr gute Mannschaft haben. Bei diesem Turnier sowieso, die Ergebnisse sprechen für sich und spielen offensive Abwehr, die sehr unangenehm ist. Das muss man erstmal knacken und dann haben die auch erfahrene Spieler, haben einen sehr, sehr guten Mittelmann. Wir müssen das alles in den Griff bekommen, aber heute ist erstmal die volle Analyse und dann eine Trainingseinheit und dann geht es weiter mit Spieltag morgen.